Kartenlegen gemischt mit der Lenormand Power. Was bedeutet das? Dass ich dir unterschiedliche kleine Legungen vorstellen möchte und das immer zum Wochenende, dass du eben einfach auch mal ausprobieren und üben kannst oder meine Deutung auch auf dich übertragen, denn oft passt das auch, dass Zeitenergien bei vielen Leuten identisch sind, aber ich empfehle dir natürlich auch, die Legung einmal selbst auszuprobieren. Gern kannst du es im Kommentarfeld dann aufschreiben, was du für dich gezogen hast, aber bitte auch selber deuten, denn nur Übung macht den Meister. Okay, hier jetzt nun die kleine Dreierlegung zum Wochenende vom 3. und 4. Oktober. Diesmal habe ich beschlossen, dass alle drei Karten mit der positiven Lichtseite gedeutet werden. Ich möchte dir einfach eine Variante zeigen, wie man auch Ratsuchenden einfach nur mal Positives mit auf den Weg geben kann. Sei es am Abschluss einer Legung, einer Beratung, dass du einfach nochmal ein positives Fazit oder was die nächsten Tage ansteht, an positiven Energien als Highlight sozusagen mit auf den Weg geben möchtest. Oder wenn du einfach für dich selber mal schauen magst und da aber auch nur in dem Moment das Positive für dich deuten möchtest. Und entsprechend haben die Karten jetzt hier auch geantwortet für mein Wochenende, also sie liegen passend für mich, aber vielleicht passt es ja auch für dich. Los geht es mit der Fabrik. Die Fabrik ist an sich sowieso eine positive Karte, denn sie steht dafür, dass wir etwas investieren, etwas aufbauen, etwas erschaffen. Sie ist ja ein Vielfaches von der Karte Haus, also viel mehr Stabilität, viel mehr Potenzial, eine super gute Basis ist da, die man jetzt ausbauen kann, Schutz und Geborgenheit sowieso, aber bei der Fabrik geht es einfach auch darum, jetzt zu investieren, sei es Zeit, Geld, Gefühle, bei welchem Thema auch immer das jetzt passend ist. Es geht darum, investiere. Investiere vor allem aber auch in dich, weil es ist auch die Karte der Selbstständigkeit. Sich selber etwas erschaffen, aufbauen, produzieren, was man dann als Ergebnis letzten Endes weitergeben kann. Weitergeben passt ja auch sehr gut mit dem Park, denn der Park ist die Öffentlichkeit, die Umgebung, das sind andere Leute. Vor allem auch im Bereich Selbstständigkeit, die Kunden. Also für die Arbeit am Wochenende würde das dann halt passen. Da ist man am Investieren in sein eigenes Geschäft, in die Selbstständigkeit und hat auch mit Kunden zu tun oder denkt eben an Kunden. Was möchten Kunden haben? Wie kann ich da am besten investieren, dass die glücklich sind und zu mir wiederkommen? Ich investiere ja zum Beispiel jetzt auch hier in die Videos und in die Facebook-Seite, die ich regelmäßig sozusagen füttern möchte mit Tipps und kleinen Legungen, dass du Freude daran hast und immer wieder auf meine Seite kommst, am besten täglich, um dir meine Tipps abzuholen. Und ja, das ist meine Art von Investition, die mir allerdings auch Spaß macht, denn ich gebe gern, das hast du sicherlich schon gemerkt, wenn du das ein oder andere Video schon von mir kennst. Ich liebe es, die Karten zu deuten und dir das beizubringen. Okay, also der Park, die Öffentlichkeit, das seid ihr, meine Kunden oder einfach alles, was um mich herum ist, übertragen auf dich eben dein komplettes Umfeld. Da heißt es zu investieren, vielleicht auch rausgehen an die frische Luft, tatsächlich in die Öffentlichkeit gehen, sich zeigen, sich präsentieren und mit dem Bauch, mit der Schlusskarte geht es noch darum, das, was du schon eine ganze Weile geplant hast, in dir trägst, das ist jetzt reif, das will auf die Welt kommen. Also bei mir passt das super gut. Ich habe ja zum 1. Oktober hin gestartet mit meiner Regelmäßigkeit in Facebook zu posten, in YouTube mehr Videos zu machen. Auch meinen Blog möchte ich regelmäßiger füttern. Das heißt, diese Gedanken, diese Pläne dazu habe ich im September, ja, praktisch geschaffen und jetzt ist der Zeitpunkt für mich reif, das will jetzt auf die Welt, das will sichtbar werden, ich möchte es euch präsentieren, also für mich passt das jetzt hier super gut. Nochmal für dich als Tipp, wenn du das auf dich übertragen willst, ist der Bauch eben das Thema Schwangerschaft, aber du musst jetzt nicht unbedingt mit einem Kind schwanger sein, sondern es klappt natürlich genauso mit Projekten, mit Ideen, also die Selbstständigkeit oder da, wo du jetzt hier vielleicht was im Positiven an investieren bist, dass es da jetzt reif ist, das sichtbar zu machen, der Welt zu präsentieren, die ersten Schritte in Richtung Öffentlichkeit und Sichtbarkeit zu gehen.
und da eben ja zu zeigen, was da die ganze Zeit in dir reif geworden ist und jetzt einfach sichtbar werden möchte. Ja, das war mein Schlusswort und ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Solltest du das Video später anschauen, dann wünsche ich dir halt eine schöne Woche oder wie auch immer. Alles Liebe und Gute, Angelina Schulze.